Die sechs kanonischen Bücher des Islams sind auf einmal aus dem Fenster geschmissen. Aber Ja, das nicht nur aus dem Fenster. Für die Tafsire haben sie auch wieder eigene Bedeutungen und eigene Leute, die das auslegen. Das sind Nein, nicht dann, Bruder, Ibn Abbas und nicht. so. Von wem ist Ibn Weißt Abbas du? So, geschrieben? und jetzt, Von wem ist der Koran geschrieben? ganz kurz. Junge, Warte, warte doch mal, und Alter, jetzt, warte. nach dem Eingeständnis eines Christen, der das wirklich verstanden hat, habe ich dein Wort, bevor du den Tafsir gebracht hast, der ungültig ist für mich, indem du sagtest, er hat recht, Leute. Seine Erklärung ist richtig. Somit ist das kein Widerspruch und du hast mich bestätigt, Sheikh. Richtig? Wenn ihr mit Schiiten debattieren wollt auf dieser Ebene, ich finde das sowieso nicht gut, auf dieser Ebene zu debattieren, aber wenn ihr das wollt, dann bitte sucht doch wenigstens Sachen aus ihren Quellen. Das macht Ich sowieso nicht. weiß nicht, kann ich ob kurz, irgendwie irgendwas nicht mit dir stimmt. Harut. Ist alles okay bei dir? Nein, es ist aber so. Das ist ja Schwachsinn, Was wenn du ist jetzt denn sagst, aber so? Hör mal zu. Wir Bruder, dann gehen kennst du dich ja nur anscheinend aus nicht mit dem Islam islamischen aus. Quellen. Wir gehen ja nicht zu den Zeugen Jehovas und erzählen irgendwas von den Zeugen Jehovas. Ja, das ist Verstehst so du? geil. Ich Nee. mit Islam aus. Ja, Das sind keine stell islamischen dir Quellen. mal vor, Arian, das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, Arian, du hast eine falsche Lehre, weil die Zeugen Jehovas sagen das und das. Verstehst du das? Richtig. Hör mal zu, Bruder, der Die stimmt. Sunna. Der stimmt. Das ist ja Er aber, hat eine die falsche Sunna, Lehre. die Sunna ist erstens nur die Handlung des Propheten, aber die Sunna-Bücher, die akzeptieren die Schiiten nicht. Deswegen nennt sich ja Das Rawahid. stimmt. Okay, Ablehnen, Leute, die Abu das Ali, ablehnen. Abu Das ist Ali, so, wie Abu Ali, wenn die Abu Ali, Abu Ali. nein, nicht Abu Ali. So, Ich Gunther, hört mal zu, ihr beiden. Jetzt, ganz kurz. Jetzt, guck mal, gleich Zeig. ist das Gebet. Ich muss Zeig. gleich sowieso gehen. Kann ich jetzt. Du musst Gebet machen, Ja, Bruder. Wenn du Gebet ich kann machen auch gehst, danach wieder zurückkommen, ist kein Bruder, Problem. Es ist kein Problem. Aber das Gebet ist Bruder, wichtiger gehst als du Sheikh. beten? Gehst du Bitte? jetzt beten, Bruder? Nein, nicht. Jetzt haben wir 5 Minuten, dann ist das Gebet. Ja, okay. Wenn du beten gehst, bitte vergiss nicht, dein Voodoo mit Jack Daniels zu machen, okay? Guck mal, ich habe doch nicht beleidigt jetzt. Nein, das, was er jetzt gerade macht, das ist Dummheit. So, ganz Das ist einfach. kindisch, Weil das wenn ist man sich kindisch. nicht strafen kann, weil das ist Dummheit. Hör mal Der zu, bevor Bruder du hat ihm gehst, gerade bevor du erklärt, gehst. Adler hat ihm auch gerade erklärt, dass das nicht schiitische Werke sind. Hör zu, Dass bevor das du gehst, Werke bevor sind, du die wir gehst, nicht annehmen. Adrian, halt den Sabbel. hör zu, So, wir haben wenn aus das Koran nicht gezeigt. schiitische Werke sind, Wir dann haben kann er aus nicht dem zu einem Koran Schiiten gezeigt, nicht aus sagen, den Werken. ey, mach Wir das, haben was du aus dem machst, Jack Koran den Day. Widerspruch Das gezeigt. kann Aus er dem nicht Koran sagen, weil Aus dem das Koran haben wir keine gezeigt. logischen Ey, guck mal, ganz Aspekte kurz. beinhaltet. Er hat mich Das doch Einzige, was bestätigt. er macht, ist hier nur Hampelei. Er hat mich doch bestätigt am Nein, Anfang. Er meinte, das ist ein Koran. Ich bin jetzt ein Tafsir. Abu Ali, mir geht es ja Der darum, Tafsir ich ging möchte aber keinen daneben. Hand mitnehmen. Abu Ali, ich möchte dir nicht sagen, doch, das sind deine Quellen, obwohl das nicht deine Quellen sind. Verstehst du das so? Ich will dir nicht dein Hack wegnehmen, auch wenn ich Christ bin. Ich bin doch kein ungerechter Mensch als Christ. Im Gegenteil, ich versuche ja noch gerechter zu sein. Ey, warte mal, du Gerechter. Warte mal, du Gerechter. Wir haben einen Widerspruch Ja, aus dem Koran richtig. gezeigt. Aus dem So, Koran. dagegen habe ich auch nichts gesagt. Hey, du Gerechter Adler. Ja, und Wir wir haben haben dir das ja erklärt, dein einen Kollege. Warte Widerspruch kurz, aus dem Koran gezeigt. Und ich nicht also, aus, spreche jetzt aus der zu Sunna. Ich spreche zu akzeptieren, dir, ich spreche zu dir. Ganz kurz, ganz kurz, ich möchte zu dir sagen. Das ist Bruder, absolut unverzeihlich. Ich spreche zu dir, Leute, ich wartet spreche mal zu kurz. dir. Warte, Du kriegst meine Aufmerksamkeit. ich kann das auch beenden, ist kein Problem. Lass mich nur was sagen. Es ist kein Problem. Ihr könnt auch gerne von euren Schriftgelehrten die Schriften rausholen, die dazu was sagen. Ja, aber Das ist das, was ich gerade gesagt habe. lass uns das doch mal wegpacken. Und zwar, ihr könnt selber nennt mir eure Tafsire, eure Gelehrten, wir gehen dann da rein. Ja, und dann schauen wir, was die dazu sagen. Es ist gar kein Problem, weil ihr, guck mal, das Ding ist ja, wenn wir aus dem Koran was lesen, wir gehen in die Tafsire rein, wenn es Sunniten sind. Wenn Schia sind, dann gehen wir da rein. Ist kein Okay, Problem. Bruder, aber das ist Okay, offensichtlich. Das warte. steht doch im So, Koran so, kannst du Bruder. Arabisch, damit du unsere Tafsir liest, weil unsere Tafsir wurden nicht übersetzt ins Englische. So weit sind die noch Und da nicht. ist auch das Problem. Wir So. vertrauen niemandem, der den Koran und die Tafsire und die Hadithe übersetzt. Niemandem. Ja gut, dann ist es ja für dich dementsprechend auch besser, wenn die nicht übersetzt sind. Guck mal, zum Genau. Beispiel in einem Hadith, woran die Sunna glauben, auf sunna.com, steht geschrieben, dass Mohammed mit Aisha gesprochen hat und sie haben sich gefragt, ob bei dem Menschen ein Shaitan ist. Und Aisha hat gefragt, ist bei dir auch ein Shaitan, Mohammed? Dann sagt er, ja, bei jedem Menschen. Aber Allah hat mir die Kraft gegeben, dass dieser Shaitan von mir bezwungen wird. Und das wurde falsch übersetzt. Auf Arabisch steht, dass er Shaitan zu einem Muslim gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich Wir kenne die vertrauen Überlieferung, ich kenne die niemandem. Überlieferung. Und das dadurch oder deswegen, weil diese Schriften falsch übersetzt wurden, vertrauen wir auch denen nicht. Und da ist ein dickes Problem. Und zwar bei euch wurde fast gar nichts übersetzt. Sehr Doch, wenig. sind schon. Geh auf Hub Ali.
Dot com. Dann kannst du da einige Tafsir sehen, die auch übersetzt wurden ins Englische. Das ist kein Problem. Aber ich kann nur kurz sagen, also damit das auch hier jeder verstanden hat, die Erklärung, die ich, bevor Sheikh seine wunderschöne Widerlegung hier dargelegt hat, bevor er das getan hat, habe ich ja vorher geantwortet und euch versucht zu erklären, wie das bei Ja. uns aussieht und wie das in unseren Tafsir gehandhabt wird. Und da hat er mich bestätigt. Und da ist jeder Zeuge. Er meinte, ja, er hat recht, jo. Leute, er hat recht. Sakara, Rizqan Hasana, das ist nicht, das kann man nicht zusammenziehen. Das sind zwei Bruder, verschiedene das war Sachen. ironisch Richtig. gemeint. Was? Das war ironisch gemeint. Ich küsse doch dein Herz. Ich küsse doch dein Herz. Ist kein Problem, okay. Also jeder hat verstanden, dass das definitiv ernst gemeint gewesen ist, indem er ist reingeschritten und sagte, nein, nein, wartet, er hat recht, aber jetzt zeige ich Bruder, ihm. das war Und jetzt ironisch danach, gemeint. als er den Vers gebracht hat, als er den Tafsir gebracht hat, er hat seine Kamera ausgemacht, er ist rot geworden. Er schämt sich gerade. Das ist normal, aber. Deswegen ganz kurz. Deswegen möchte ich jetzt kurz meine Frage stellen, dann gehe ich beten, ist auch gleich sofort. Und dann komme ich danach zurück, kein Problem. Also wir können bis morgen sprechen von mir aus. Kann ich meine Frage Aber stellen? Bruder, du musst eins zugeben, okay? Eins musst du zugeben. Guck mal, wo ich dir diesen einen Tafsir gezeigt habe. Eins musst du zugeben. Du weißt selber genauso gut wie ich. Ich hätte dir fünf andere Tafsire zeigen können, die wo mich bestätigt hätten können. Gib zu. Gib es Also wenigstens aus zu. dem Englischen, ja, bestimmt. Da Also möchte ich das jetzt mal ist sagen. aus sunnitischer Sheikh, Interpretation bestimmt. Aber da für mich kannst ist du die recht haben. sunnitische Religion, für mich hat die sunnitische Religion nichts mit dem Islam zu tun. Ich Sheikh, da wirst du wollte sehr nur wahrscheinlich recht haben. gucken, wie du reagierst, wenn ich dich ein bisschen bestätige. Ja, ist ja kein Problem. Aber kann ich jetzt kurz eine Frage stellen? Natürlich. Dankeschön. Also, ich wollte wissen, wer ist der Vater von Jesus? Gott, wer denn sonst? Nein, nein, der Vater von Jesus laut Bibel. Der Heilige Geist, der Vater selber. Nein, also ich versuche es dir noch einfacher zu machen. Der Vater von Jesus im Lukas-Evangelium. Ich weiß nicht, welche Bibel du liest, aber in unsere richtige Bibel steht, dass Maria, die Jungfrau, von dem Heiligen Geist befleckt wurde. Und also als unbefleckte Jungfrau hat sie den Heiligen Geist empfangen. Ohne menschlichen Verkehr, ohne Sex. Also sie wurde Okay. nicht von Josef schwanger, Okay. sondern es steht auch geschrieben im Lukas 1, dass sie verlobt waren, aber sie keinen Verkehr hatten. Das hat auch Maria selber gesagt, als sie mit dem Engel geredet hat, mit dem Gabriel. Okay, Lukas, guck mal, Lukas 1. Lukas Kapitel 3, Vers 23 heißt es, und der Stiefvater, was auch immer, okay? Ein Vater, der als Vaterperson für Jesus galt. Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er öffentlich zu wirken begann. Jesus war bekannt als der Nein, da Sohn steht kein Josefs. Stiefvater, mein Ganz kurz, Lieber. ganz Jesus ist kurz. der Sohn Unserer Gottes. Bibel steht kein Jesus, Vater. Ganz aber kurz, Ali. kann ich kurz aussprechen? Ich mache das alles Okay. vernünftig. Okay, Kein Uli, Problem. aber hör auf zu lügen. Bei uns steht kein Jesus war Stiefvater. bekannt. Jesus war bekannt als der Sohn Josefs. Okay? Josef, hör zu jetzt. Josef war der Sohn von Eli. Okay? Wer ist Eli? Arian. Nochmal. Wer ist Eli? Wo steht das, Lukas, wo? Lukas 3, Vers 23. Wo steht Eli? Also ich Wer muss ist mal Eli? aufhören. Sorry. Dort steht Eli. Wer ist Ich muss Eli? mein Handy an. Leute, ich muss mal. Ganz kurz, wer ist Eli, Arian? Ja, warte, Lukas 9. Lukas 3, 23. Wer ist Eli? Ja, aber da wird auch nicht drin stehen, wer Eli ist, Alter. Er fragt sich, wer ist Eli? Ja, warte, lass mich noch mal So. lesen. Erstmal welche 23. Lukas 3, 23. So, warte. Nicht, dass du Elia meinst. Ich meine, ich bin in der Bibel So, echt nicht so gut bewandert. das Ja, dann lass es Geschlechtsregister sein, Jesu Sheikh. Christi. Hallo, du fragst mich doch was, darf ich antworten? Ja. Also, du fragst, wer ist Eli? Im Lukas 3, Vers 23 wird das Geschlechtsregister von Jesus Christus aufgeschildert, okay? Das heißt, man geht ganz zurück von Jahrhunderten und Jahrtausenden vorher und belegt, dass Jesus Christus aus dieser Stammlinie kommt von Eli. Okay, also Josef war der Sohn von Eli und Nein, Josef war hör der zu. Und Vater, Jesus ganz war, kurz. ich lese dir vor, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josef, des Eli, des Matta, des Levi, des Melchi, des Jana, des Josefs,
Matthias, des Amos, des Nahum, des Esli, des Nanangi, des Mat, des Matthatias, des Semei, des Josef, des Juda, des Johanna. Okay, wer ist der Vater von Josef? Der Vater von Josef, das ist nicht, das ist, da, da liegen, zwischen den Namen liegen Jahrhunderte, okay? Das sind nicht direkt die Väter, die dahinter kommen. Das aber da steht Sohn. So, warte mal. Da steht ja Sohn und es wird gezeigt. Also es wird eine gewisse Linie gezeigt. Das ist der Sohn von dem, der Sohn von dem, der Sohn von dem, richtig? So, ein Sohn Josefs. Warte, er war wie man meinte ein Sohn Josefs. Er war bekannt Jakob, als Sohn Josefs. Jakob, richtig. Ich mach so, das jetzt schau so, mal. Sohn Josefs, ganz kurz. Nein, guck mal, hier wird Josef mit PH geschrieben. Das ist ein Vorfahre, okay? Das ist nicht der Josef. Nein, bei mir wird F. in der Einheitsübersetzung Josef mit F geschrieben. Warte, lass ich mal lesen. Warte. Lukas 1. Abu Ali, das ist... In der Einheitsübersetzung der genau Bibel steht Josef mit F. PH nicht. Abu Ali, das ist... Warte, mein Lieber. Nein, das ist der Vater. Hier schreibt Christian, ein Christ, der sagt, nein, du hast Unrecht, Arian. Auch kein Problem. Nein, nicht auch kein Problem. Du hast gerade was Falsches gesagt. Entschuldige dich dafür, bitte. Ja, nur weil ein Christian... Entschuldige dich dafür, dass du was Falsches gesagt hast. Bitte, ja, du willst gerade sagen, Josef ist der Vater von Jesus Christus? Es ist egal, was ich sagen will. Ich sage also, nur, also was willst dort du gegen steht. Deinem eigenen Koran reden, weil dein Koran sagt, Jesus Christus war auch der Wir reden doch gerade von der Bibel. Unsere ich sage Bibel, nicht, dass ich daran zu, glaube. Hör zu, du Baumschüler. Bringe nicht die Bibel durcheinander. Nein, okay, wir lesen. Eli war der Sohn von Matat. Der Matat war der Sohn von Levi. Levi war der Sohn von Menschen. Menschen war der Sohn von Janai. Hör zu. Janai war der Sohn von Josef. Josef, ganz kurz. Du Baumschüler. Josef? Jesus Christus ist laut Bibel und laut deinem Koran von dem Heiligen Geist gezeugt worden. Was ja, richtig. Ich sag doch nein. Ich sag doch. Banane? Hör zu. Ich sag nicht, dass Josef der leibliche Vater ist. Du laberst nur Mist. Ich sag nicht, dass Josef der leibliche Vater ist. Beruhig dich. Ganz kurz. Ich muss. Ja, eins verstehe ich jetzt hier nicht, ey. Wenn laut Bibel und Koran das vom Heiligen Geist gezeugt worden ist. Warte mal ganz kurz, ey. Ich verstehe hier eins gerade nicht. Wenn Jesus laut Koran und Bibel durch den Heiligen Geist gezeugt worden ist, dann verstehe ich die Diskussion gerade nicht. Ich auch nicht. Ja, du wirst sie gleich verstehen. Aria, hör doch einfach mal zu. Wer ist der Vater von Josef? Der Vater von Josef? Ja. Das ist jetzt nicht hier aus diesem Geschlechtsregister auf jeden Fall. Also dieses Geschlechtsregister. Wer ist der Vater von Josef, Arian Hodian? Jakob, oder nicht? Abu Ali? Warte mal, lass mal lesen. Ja, bei uns, der Vater von Yusuf a.s. ist Jakob a.s. Aber wer ist der Vater bei euch von Josef? Warte. Ich kenne halt nur die Geschichte von Dingens, ne? Das ist ja klar. Der Vater von Josef heißt es einmal, Eli ist der Vater, und dann heißt es hier, Josef war der Sohn von Matitia. Wir sagen, okay, der Sohn von Matitia. Okay? Ist der Vater von Josef Matitia, Arian? Ich rede nur mit Arian, ihr müsst alle nicht antworten. Arian, ist der Vater von Josef Matitia? So, für mich ist dieses Geschlechtsregister im Lukas 3, ist das Geschlechtsregister benannt, okay? Da können dazwischen... Bitte? Der Vorfahre. Genau, der Vorfahre. Kann 100 Jahre dazwischen liegen und ist nicht immer der direkte Vorfahre. So, und... Also, wer ist der Vater von Josef? Josefs Sohn Jakobs. Also, Jakob ist der Vater. Hör zu, laut... Ich habe mich mit dieser Frage, wer Josef ist dein Vater war. Ich muss beten, ich komm gleich. So, hört ihr mich? Ich bin wieder da. Vergessen. So wie ich das gelernt habe, Abu Ali, ja, Jakob. Aber ich kenne es halt eben nur noch aus der alten Zeit, ne, wo ich noch Muslim gewesen bin. So, Jakob. Ich habe mich noch nie, bin ich ehrlich, noch nie damit befasst, wer Josef sein Vater war, weil das ist überhaupt nicht heilsrelevant und überhaupt nicht wichtig. So. Ja, was steht denn da? Da steht, also... Bruder, ey, das ist so unfassbar. Was ist? Wer hat gerade geredet? Wir haben dich nicht gehört. Wer hat gerade gesagt, es ist unfassbar? Ich. Was ist für dich unfassbar? Was hier gerade abgeht. Wie, was ist für mich unfassbar? Was geht denn bei dir ab, Digga?
Wie, was geht denn bei dir? Ehrlich, ich bin kein Heuchler. Du bist ein heimlicher Muslim? Ich heuchle nicht. Guck mal, wie du mich hier schon wieder nennst. Du bist ein heimlicher Muslim, du hast noch einen islamischen Harut, bitte werf den hier raus. Der Typ hat absolut keine Ahnung über seinen eigenen Glauben. Versucht dann noch den Islamstrich zu machen. Bitte wirf den hier raus. Versucht dann noch den Islamstrich zu machen. Das ist total ist das. Das ist ein kleiner Heuchler. Der Islam ist nicht die Banane. Unglaublich ist das. Was ist denn schon wieder? Du bist ein Heuchler. Zeig mal dein Gesicht, zeig mal ein Bild von dir, zeig mal deinen Namen. Sei einfach ruhig. Du bist da kein Christ. Du bist da kein Christ. Alter, jetzt sprichst du mir auch nochmal, Alter. Daran merkt man einfach deinen Geist. Das ist unfassbar. Beruhigt euch mal. Hey. Beruhigt euch mal. Lasst uns mal sachlich einfach weiterreden. Aber Harut, ich verstehe eine Sache. Ja, du merkst, dass mehrere dir sagen, dass Arjen einfach gerade nur Müll labert. Warum hast du denn... Ich kann es ja nicht wissen. Weißt du, was ich meine? Vielleicht geht es ihm gerade nicht gut oder so. Vielleicht ist er generell Grund auf... Hör mal zu, du Bananengehirn. Ey, du heimlicher Muslim. Ist ja okay. Mich kannst du nicht verarschen. Ist okay. Du kannst dir die Leute täuschen. Ist aber okay. Möge der Herr dich segnen. Ich habe dich von Anfang an nicht Bruder genannt, weil ich wusste, dass du einen falschen Geist hast. Möge der Herr dich segnen. Ich wusste von Anfang an, dass du einen falschen Geist hast. Leute. Erklär mir mal bitte die Trinität. Was ist hier los gerade? Hast du nicht letztes Mal gesagt, dass der Sohn der Vater ist, Arian? Ja. Ja, das ist aber absolut katastrophal. Tschüss, guck mal, du bist der Sohn ist Gott. Der Vater ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Untereinander gibt es aber nicht gleich. Bruder Arian, und Bruder, lass uns mal. Bruder Harut. Ja, aber lass uns, lass uns mal über das Thema reden. Die ganze, die ganze Zeit wird hier schon gehetzt gegen eigene Brüder, gegen andere Religionen. Das ist unfassbar, ist das. Genau. Ich möchte hier ein sachliches Gespräch über die Fragen von denen, die sie gestellt haben, zum Beispiel Abu Ali oder Zulfikar, dass wir einfach darüber biblisch in die Bibel gehen und antworten. Nicht, dass wir uns jetzt... Mit Daniel kann man sich gut unterhalten. Der Daniel ist auch... Nicht, dass wir uns hier gegenseitig... Lass uns jetzt damit aufhören. Nur eine kurze Frage, Bruder Harut. Ja. Glaubst du... Wie dieser falsche Papier oder was glaubst du, wie dieser Bruder, Muslim, guck mal, er ist gerade mal Bruder Arian. Glaubst du, wie er nicht an die Trinität? Bruder Arian, er ist aber Trinität, aber falsch verstanden. Guck mal, er ist gerade mal seit einem Monat im Glauben. Ja, und genau, er ist gerade mal seit einem Monat im Glauben, deswegen ist das jetzt nicht schlimm. Ich würde gerne so weiter verfahren, dass wir nicht jetzt uns gegenseitig angreifen, egal was für ein Glauben die anderen haben oder dass wir jetzt nicht so viel Erkenntnis oder Wissen haben, sondern einfach nur über die Fragen, die Abu Ali und Zulfikar stellen, genauso wie wir Fragen gestellt haben und sozusagen Antworten gegeben haben, dass wir auch richtige Antworten ihnen geben. Ja, sollen wir so verbleiben? Das fände ich auch echt geil. Also Bruder Harut, du willst also mit Menschen, die die Trinität verwerfen und nicht annehmen, Bruder, er sagt doch selber gerade, dass er seit einem Monat im Glauben ist. Dann erklär mir doch bitte die Trinität. Was ist dein Verständnis von Trinität? So, Gott ist einer. Gott ist ein einziger. Okay? Ja, okay. Und wer ist jetzt wer? Wer ist der Heilige Geist? Dieser eine Einzige. Ja, lass mich aussprechen. Mach deinen Mund zu und zuhören. Hallo? Hast du nicht vorhin gesagt, der Sohn ist der Vater? Hast du das vorhin gesagt, ja oder nein? Mach deinen Mund zu. Ja, aber da liegst du ja dann schon falsch. Dann hör doch mal zu, was ich sage. Ey, mach mal deinen Mund zu. Das ist katastrophal, was du erklärst, Arian. Dieser eine wahre Gott, der Vater im Himmel, der Geist. Bruder, lass ihn kurz ausreden. Ein Teil von seinem Geist in die Maria. Guck mal, du bist ein Muslim. Du hast also ist der Sohn der Vater. Arian, ist der Sohn der Vater. Das hast du schon vorhin gesagt. Arian, du redest schlecht erstmal über die Schiiten. Du redest schlecht über die Sunniten. Du verwechselst da immer wieder Sachen. Dann kennst du dich mit deinem eigenen Glauben nicht mehr aus. Du kannst dich mal die Trinität erläutern. Das ist ja katastrophal, was du da sagst, Mann. Hör doch auf. Du hast was nicht verstanden. Bruder Arian, guck mal. Lass uns das nicht. Bitte, hol bitte den Daniel. Ist richtig oder nicht, Harut? Meine Intention hier ist es jetzt nicht, dass wir zum Beispiel als Geschwister Sachen, die der eine noch nicht begriffen hat oder wo der andere was gelesen hat und mehr Erkenntnis hat,
dass wir jetzt darüber Was meinst miteinander du? Sag mal streiten. genau. Also hat er nicht begriffen, die Trinität, richtig? Der Sohn Na, ist nicht der nein, schau Vater. mal. Aber guck mal, ihr könnt Der doch. Sohn ist nicht Guck der mal, dann Vater. sagt Der der Sohn Sohn ist ist Gott, der nicht der Vater ist Gott, Vater, der sagt Heilige das auch Geist ist Gott. so. Untereinander sind sie aber nicht gleich. Verstehst du das? Ihr könnt doch nachher, Harut wenn ihr ist das wollt. auch so, wie der das gerade Ja. sagt? Er hört doch Guck mal mal, hart zu, was er Harut. sagen möchte. Ihr könnt doch, Bruder Arian, ihr könnt das doch später untereinander wie Geschwister privat irgendwie Fragen stellen und austauschen. Genau. Aber jetzt denn. Aber das ist jetzt ganz wichtig. Guck mal, hier gehören ganz viele Nein. Menschen Ja, aber zu. trotzdem, Ja, aber Siehst du dazu, dass er. Nein. Arian, warte Wie mal kurz. siehst Wir müssen uns nicht vor Ja. 300 Leuten, Arian, warte kurz. Wir müssen uns nicht vor 300 Leuten zum Affen machen, so dass die Muslime Clips schneiden und das hochladen, wie wir uns zum Affen machen. Nein, ich mache mich nicht zum Affen. Ob es passt, hör zu, Nein, ob es wir passt machen oder uns nicht passt, zum Affen. ich Wir. verkündige das Wort. Ob es recht, ob Aber es das passt Wort oder ist nicht umpasst, Dann spielt keine schreibt den Rolle. Bruder an, dann schreibt Ja. doch den Bruder an. Wirf doch auch den. Du, Nein, das Wort nein, heißt ja nicht, dass du jetzt allen 300 Leuten anderen darf es vorwerfen nicht. darfst, dass sie Sachen machen, Hör die sie zu, eigentlich nicht machen und dass sie aus Quellen nehmen, die sie er hat eigentlich jetzt nicht nehmen. gerade. Ey, Mama, red mal nicht so schnell, Junge. Es ist Du ja hast gerade schwachsinnig, vor ist es. 300 Leuten, du hast gerade vor 300 Leuten stehen lassen, dass Jesus Christus nicht der Vater ist, nicht Gott ist, richtig? Der Sohn ist nicht der Vater. Verstehst du das? Also ist er nicht Gott, also ist der Gott, Sohn nicht nee, Sohn, Gott. hallo, ich glaube, du verstehst die Trinität echt nicht, aber das ist ja kein Problem. Schreib mir gerne Nein, privat. du 30 verstehst Tage, die ich kann Ihnen das Trinität gerne nicht, erläutern. einmonatiger Christ. Das ist Du ja kein einmonatiger okay, Leute, Christ. Dein so, schaut Mund mal, ist warte doch mal. Mund. Für dich bin ich ja Schaut mal, sowieso Bruder, Christ. wieso sagst also. du jetzt sowas? Bruder, komm, wieso sagst du jetzt sowas, einmonatiger Christ? Wir sind doch hier nicht bei Hells Angels, Ein, wo du hör einen Monat zu. dabei sein musst, damit du Prospekt bist oder so. Ihm bin ich ja sowieso kein Christ. Für Der ihn bin ich braucht ein mir, Muslim, dass du das genau, aber wusstest. der braucht mir hier nicht zu erzählen, der braucht mir hier nicht zu erzählen, dass Jesus Christus nicht der Vater ist. Der Sohn Ja, ist dann. Gott, der Vater ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Untereinander sind sie aber nicht gleich. Das verstehst du halt Okay, nicht. wir haben einen neuen Gast. Die anderen Niemand zwei sind ja weg, ne? ist mit Rücken Allsegen gesegnet. Zulfikar, du Niemand ist bist mit noch da? Allwissen gesegnet. Ich bin noch da, ich will ungern unterbrechen. Okay. Niemand ist mit mein Allwissen Lieber, Mal, Erwin, ich meine es nicht Harut. böse. Aber hol bitte den Daniel hoch, der kann uns das wahrscheinlich Wer ist besser denn erläutern. Daniel? Wer ist denn Der Daniel? Strenggläubig TV. Okay, aber Harut, das hast du jetzt Ding einen ist. Otto Harut, hast du jetzt einen Orthodoxen hochgeholt, Harut? Guck mal, wie Ich der weiß nicht, redet, ey. ich Das ist weiß nicht. katastrophal, Soll ich Mann. jetzt einen Orthodox, Ja, kann ein soll ich Orthodoxer jetzt einen orthodoxen das stehen Trinität erklären, Bruder Harut? lassen? Streng gläubig, bist du orthodox? Ja, Spux. Sorg mal Okay. für Klarheit, bitte. Okay. Ich will euch was sagen. Und zwar, lasst uns bitte jetzt einfach mal warten, ja, bis jemand hochkommt, der den Herrn noch nicht kennt, beziehungsweise der auch Bisschen streicheln, ja. Oder Der maximal. Fragen hat, der Fragen hat und wo wir auch von unseren Schriften Fragen beantworten. Weil sonst würde ich dann sonst gerne sagen, wenn das jetzt nicht klappt und wir uns gegenseitig sozusagen Fragen stellen, die wir nicht beantworten können aktuell oder andere Sichten haben, die ja, die der andere aktuell nicht hat. Weil dieses Live ist ja hier, wir wissen ja, dass der Herr Jesus Christus Gott Ja. ist und da. Und das wissen wir ja alle, die wir an den Herrn Jesus Christus glauben. Guck mal, die Leute, Michelle glaubt das, die dass Leute der machen Gott sich ist. gerade lustig. Der Ja, Adlerblick ich ist glaube seit das auf einem jeden Monat Fall, hier. Er ich glaubt, glaube das auf dass jeden Jesus Fall, dass Gott er ist. Gott ist. Arian Harut, glaubt, Bruder, dass der Herr Jesus Christus der allmächtige Gott ist. ich hätte ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und zwar um mein eigenes Verständnis, wenn wir schon bei diesem Thema sind. Ich, Ja. so wie ich jetzt das für mich verstehe, also kann sein, dass ich das jetzt auch ein bisschen falsch verstanden habe. Bitte korrigiert Ja. mich, wenn das so ist. Weil ich habe ja den Entschluss gefasst, dass ich mir von niemandem mehr reinreden lasse in meine Religion, so wie vorher. Ja. Ich Ja. habe das jetzt so verstanden, dass wer den Sohn gesehen hat, dass er auch den Vater gesehen hat. Somit entnehme ich dem auch, dass der Vater der Sohn ist und dass der Heilige Geist vom Vater gesandt ist. Ich Amen. verstehe das jetzt genau so. Ist jetzt Amen. meine, Genau so ist das. ist meine Verständnis von Genau Trinität so ist das. falsch? Genau so ist das. Also, ja, Genau, das genau, genau Verständnis so ist das. ist richtig, wie du das genannt hast. Komplett Aber es richtig, gibt jetzt oder? ein, ja, das gibt aber eine Sache, und zwar,
Die Bibel selber sagt ja, dass man das Wesen bzw. auch die Gedanken Gottes nicht zu 100% ergreifen kann. Und es ist nur heilsrelevant ist, und das glaubt ja auch der Adler auch, du glaubst das, Arian glaubt das, soweit ich das einschätze, und ich glaube das auch, dass nur der Herr Jesus Christus die Sünden eines Menschen durch sein heiliges Blut wegwaschen kann. Das heißt, wenn dieser Mensch wirklich von neuem geboren wird und den Heiligen Geist empfängt, das heißt, er bereut zu 100% sein altes Leben und kommt zu dem Herrn Jesus Christus und bittet ihm um Sündenvergebung und lädt ihn in sein Herz ein, kreuzigt seine Welt, ja, das ist ein Geschenk Gottes, diese Gnade. Er nimmt das an, ja, dann ist er errettet in dem Moment. Ne? Und alles Weitere ist nur noch Erkenntnissache. Also, wenn du im Glauben wächst, ja, wird dir Gott, wenn du in der Bibel forschst, ja, dir zeigen, ja, was sein Wesen ist oder was für Prophetien er gesprochen hat und welche Prophetien eintreffen werden. Genauso wie auch von seiner Gnade und von seiner Liebe. Gleichzeitig auch, dass wir in Heiligung wandeln müssen, weil jeder von uns wird weiterhin sündigen. Das ist ja ein Fakt. Paulus selber hatte einen Stachel bei sich. Ja, damit er nicht übermütig wird und hochmütig wird. Harut, kannst du auch mal den Bestium hochholen? Der fragt auch. Amen. Ja. Amen. Warte, Und ich würde, ich würde, ich würde gerne noch hab ein einen, Vers. der fragt schon länger. Strenggläubig ist auch hochgekommen. Ich Daniel, wirklich einmal kurz also. deine Meinung dazu hören. Ja, So, Strenggläubig ist auch hochgekommen. Ja, Harut. Bruder. Hol Ich will mal niemanden einreden. irgendeinen in den Kommentaren, der hat arabische Schrift. Ja, da Wilke, gerade einen Moment bitte, ich möchte kurz den Daniel zuhören. ja, er kann ja ganz kurz das Gitter ändern, dann kann er einen noch hochholen oder zwei, weil der war auch schon die ganze Zeit. Ja, okay, Bruder ja. Harut. Meinst du die Sarilaten? Wir Der hat rennen arabische doch Schrift. nicht weg, wir rennen doch, keiner rennt weg. Desto mehr Leute sind, desto mehr Chaos, immer habe ich das Gefühl. Da, Ja, diese das stimmt. Strenggläubig ist doch, soll doch mal jetzt erst extra hochgekommen. Ich würde mich freuen, wenn ich strenggläubig seine süße Stimme mal vernehmen könnte. Ja, ganz Okay. normal. Sofort. Ich würde Ja, gerne Daniel, nur noch kannst du bitte abschließend zu reden? dieser Trinität was vorlesen. Ja, nur ganz kurz. Johannes 14, ab Vers 8. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Amen. Amen. Ja, so habe ich es auch verstanden. In Jesaja Kapitel 9, Abvers 5 wird dir auch dieses Kind, was geboren wird, auch Ewigvater genannt. Genau so ist das. Und außerdem, wir lesen ja, dass Jesus Christus auch in Johannes 4, als er die Samariterin trifft, am Brunnen sagt: Wer den Vater anbetet, muss es in Geist und in Wahrheit tun, weil Gott ist Geist. Also Gottes Wesen in erster Person ist Geist, ist unsichtbar. Aber in Christus wurde er sichtbar. Okay? Er ist nicht nur Sohn, sondern er ist der sichtbare Gott. Also da ist der sichtbar gewordene Gott. Okay? Genau, Im das Fleisch heißt zwischen die erste Geburt und Offenbarung ist der Vater, die zweite Offenbarung ist als Sohn. Ganz Moment, Harut, hol mal Abu Ali hoch wieder. Genau. Daniel, darf ich jetzt bitte erstmal deine Meinung dazu hören? Ja, So, Daniel, Strenggläubig TV. Hallo erstmal, Gott segne dich und du darfst erstmal, natürlich gerne was sagen. Assalamu alaikum. Deswegen. Ich Assalamu bin immer nur, wenn mir keiner reinredet, dann meinen Ich Punkt. weiß, Daniel, du bist ja sehr gemäßigt bei sowas. Ja, Gerne. ich versuch da in aller zu bleiben. Wir hören dir jetzt gerne zu. Bitte, deine Boss. Ich bin fest davon überzeugt, haben auch die Kirchenväter geglaubt und deswegen ist das auch in das Glaubensbekenntnis gekommen, dass wir eine Mehrpersonigkeit aus einer Gottesessenz haben. Das heißt, wir haben den Vater, den Sohn und den Heiligen. Doch der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Trotzdem davon aus, dass Jesus Christus vom Vater gesandt ist.
und in sei in und Heiliger Geist auch vom Vater gesendet worden ist. In seiner Substanz sieht es erst so aus, dass der Sohn der Vater wäre, wenn sagen in Johannes, aber aus dem Alten Testament, ob Daniel 7 oder Sprüche 8, sehen wir, dass bei Gott immer mit mehreren Personen und nicht mit einer kompletten alleinigen Einheit bezogen. Das heißt, in Sprüche 8 ist Jesus Christus die Weisheit, die schon bei Gott ist, ja, und wir im Neuen Testament haben wir den Eingeborenen aus dem Schoß, also nicht der Vater selbst. Und der Sohn hat zum Betet und nicht der Vater zum Vater, sondern der Sohn zum Vater. Und das zeigt ganz deutlich, dass wir da Sohn haben und nicht nur eine Person. Trotzdem der Sohn aus dem Schoße des Vaters. Ja, also, ist ganz bist du fertig? Klar, bist du fertig? Bist du das fertig? Ist auch meine Ansicht, Daniel, weil ich habe mich ja auch sehr damit auseinandergesetzt von eurer Lehre. Ich habe mich auch mit den anderen auseinandergesetzt. Für mich ist das jetzt quasi gerade so das Richtige gewesen. Also, natürlich lerne ich ja immer, sage ich auch immer wieder, also, ich höre euch die auch sehr gerne zu, weil du erklärst das immer sehr ruhig. Ich freue mich an andere zu beleidigen. Du fängst dich an, Unwissenheiten über andere zu verbreiten. Also das zeigt uns eigentlich nur, wieder mal eine Bestätigung, dass die Orthodoxen einfach nur eine Traditions- Religionslehre sind und der Junge im Glaube, der noch nicht wiedergeboren ist, natürlich leicht verführt werden kann von sowas, weil das halt für sein Verständnis leichter ist und in seinen Ohren einfacher zu verstehen ist. Aber jemand, der die Trinität verstanden hat oder die Bibel gelesen hat, weiß, dass die Trinitätslehre von Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 7 auch bestätigt wird. Das heißt, es ist nicht erst seit den Kirchenvätern, in Klammern Kirchenväter, die ich gar nicht akzeptiere, diese Päpste, sondern das hat schon der Apostel Johannes gesagt und die Trinität beschrieben. Ich lese einmal vor. Ich finde das voll schön. Wenn die, also, wenn die Schüler der Apostel beleidigen. Bruder Harut? Ja, bitte. Kannst du einmal 1. Johannes 5? Warte, oder ich hab's hier. Das ist Modalismuslehre. Also, was sagt ihr dazu, dass das Modalismus sein soll? Hörst du? Lass mich gleich darauf eingehen, also Ich lese ab Vers 5. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist der, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis nehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich. Wer an Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis Gottes geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und das ewige Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. So, und jetzt... Du Irrlehrer, hör mir mal zu, du Irrlehrer. Du Modalist, hör mir mal kurz zu, einmal kurz die Schnauze. Sag mal kurz ruhig. Hör zu, mach mal. Ich komme heute um 12 Uhr. Mach mal den Gottlosen gerade, ich bin gerade am Lesen. So ein Gottloser, bitte nicht beleidigen. Nicht beleidigen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Wir sind den Wahrhaftigen in seinen Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Okay, also Jesus Christus ist der ewige Gott. Okay. Okay, und der Vater, darf der ich Vater jetzt, ist... Arian, darf ich dir mal 2-3 Fragen stellen? Aber selbstverständlich. Der Vater
Bitte? Ist der Sohn der Vater? Der Sohn ist der Vater, weil er das Wort Gottes ist. Er ist, er ist das Wort des Vaters. Der Vater ist Geist. Der Vater ist unsichtbar für dich. Wenn du jetzt in den Himmel kommst oder kommen würdest, wenn du dich bekehrst und Buße tust, dann würdest du nicht den Vater sehen können, so wie Adam und Eva im Garten Eden auch nicht den Vater sehen konnten, weil sie haben immer von unten nach oben zum Vater gesprochen und der Vater hat immer von unten herabgesprochen. Also er war nicht sichtbar für ihn, sondern sie haben nur seine Stimme gehört. Okay, deswegen hat Adam... Okay, das war meine erste Frage. Nicht so weit ausholen. Nicht so weit, ich habe schon verstanden. Nicht so weit ausholen. Einfach Mund zu machen und zuhören. Und deswegen hat Adam sich erschrocken. Ja, du redest ja die ganze Zeit. Und deswegen hat Adam sich erschrocken, als Gott auf einmal gesprochen hat und hat dann diesen Feigenblatt auf sich genommen und sich versteckt, weil er hat Gott nicht kommen sehen. Also er ist unsichtbar. Du musst einfach dein Gehirn benutzen, dann würdest du das wissen und ich müsste hier nicht mit dir über die Trinität diskutieren, wenn du behauptest, Christ zu sein. Also, Jesus Christus ist laut Johannes 1,1 das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott ist das Wort. Wenn wir 14 Verse weiterlesen, steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Also, das Wort Gottes ist Gott. Unabdingbar, ununteilbar. Nicht so, wie ihr das macht. Das Wort ist Gott. Gott ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und ihr macht drei Götter. Ihr macht drei Götter. Kein Wunder, dass die Muslime uns nicht glauben, uns auslachen und nicht verstehen. Weil ihr so viele Irrlehren verbreitet. Wie könnt ihr denken, dass wir drei Götter anbeten? Was ist los mit euch? Ihr seid keine Christen. Wer hat denn gesagt, dass es drei Götter anbeten? Sag nicht, dass ihr Christen seid. Wer sagt denn, dass es drei Götter anbeten? Wer sagt, dass der Sohn Gottes ist, dass der Vater Gottes ist, dass der Heilige Geist ist? Das sind ja keine drei Götter. Du sagst doch, das sind drei Götter. Du sagst doch. Nein, dann habe ich den. Ich habe doch gesagt, das ist alles ein Gott, aber sie sind nicht untereinander. Nein, du sagst, der Sohn ist nicht der Vater. Aber lass das lieber den Daniel erklären, der kann das wahrscheinlich etwas besser. Nein, hör zu, du kannst mich nicht provozieren mit, der Daniel kann was besser als ich erklären. Von mir aus, wenn es deine Meinung weil du ist, dann sehr überheblich redest. Das glauben, ich meine, ich nicht böse, aber du bist extrem überheblich. Nein, für dein Wissen bist du sehr überheblich. Doch, für dein Wissen bist du sehr überheblich. Ich stehe für die Wahrheit. Nein, vorhin standest du auch nicht für die Wahrheit. Vorhin hast du den Schieden auch vorgeworfen. Doch, das sind doch eure Quellen. Das war nicht die Wahrheit. Ich stehe für die Wahrheit ein. Lass mich was fragen. Arian, bist du wiedergeboren? Ich bin 100% wiedergeboren. Okay, und nur wenn man so wiedergeboren? Bitte? Wenn man so glaubt wie du, ist man dann wiedergeboren? Wenn man den Sohn erhöht, so wie ich, und ihn so erkennt, wie er ist. Wenn man den Sohn zum Vater macht, dann ist man wiedergeboren. Was steht denn in Johannes 3? In Johannes 3? Steht da nicht, dass man den Sohn erhöhen ich muss, wie Mose die Schlange in der Wüste? Stell dir doch geschlossene Fragen. Da musst du nicht mit offenen Antworten antworten. Warte mal. Wir wissen, in der Bibel steht ganz klar geschrieben, dass man durch das Wort Gottes wiedergeboren wird. Ja, ihr seid, im Petrusbrief steht, ihr seid wiedergeboren durch das Wort Gottes. Das heißt, so wie bei mir es auch mal war, vor 10 Jahren, ich habe die Bibel gelesen zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Ja, ich habe sie 4 Monate lang gelesen, ich habe sie durchgelesen in der Zeit und in der Zeit war auch meine Wiedergeburt. Ich habe den Heiligen Geist empfangen und das Erste, was ich da in dem Moment wusste, war, dass Jesus der allmächtige Gott ist, so wie in Offenbarung steht. Das Zweite war, als ich den Heiligen Geist empfangen habe, wurde ich fest versiegelt und ich wusste, dass ich gerettet bin. Ich wusste, dass ich ewiges Leben habe. Und ich folge. Arian, wir haben den Heiligen Geist im Folge, also, Bruder Arian, wir folgen ein wunderschönes nicht, Zeugnis. Ich liebe dein Zeugnis. Wir folgen nicht, wir folgen auch, wir folgen, jetzt würde ich auch sagen, bitte fühl dich persönlich nicht angegriffen. Christen hat es schon gegeben in der ersten Gemeinde, und zwar der Jerusalemer Gemeinde. Ja. Und bis zum, was weiß ich, wievielten Jahrhundert, genaue Zahl kann ich dir nicht nennen. Ja, es wird ja gesagt, 3. Jahrhundert, können wir gerne nachschauen. Gab es genauso Christen, die hatten keine Kirchenväter in dem Sinne, ja, was die katholische Kirche angeht, orthodoxe Kirche angeht, als sie sich getroffen haben. Da ging es ja in dem Konzil über die Gottheit des Herrn Jesus Christus zu sprechen. So, aber die Christen, die es in der Apostelgeschichte entstanden sind, durch Juden oder durch Heiden, die sind zu einer Gemeinde gegangen, die gegründet wurde. So, und die waren auch neugeboren, wiedergeboren. Ja, ich weiß nicht, ob es alle waren.
Aber ich kann dir sagen, da gab es viele, die neugeboren waren und den Heiligen Geist empfangen haben. Und die wussten auch sofort, dass der Jesus Christus angebetet wurde, weil er Gott ist. Genau so ist das. War's. So, strenggläubig TV, strenggläubig TV, mein Lieber. Ich hätte wieder eine Verständnisfrage, weil ich ja auch noch nicht so lange im Glauben bin. Also, das ist echt problematisch. Ich habe anscheinend Dinge, die Trinität habe ich anscheinend richtig verstanden, so wie ich jetzt das erfahren habe, oder? Guck mal, lass dich nicht beirren von diesen Kommentaren. Lass ich auch nicht. Ich lasse mich nie wieder von irgendjemandem. Nein, ich habe ja gesagt, ich lasse mich nie wieder von irgendjemandem in meinen Glauben reinreden. Es ist nur ich, meine Bibel, Jesus, das war's. Okay. Deswegen Ende. Genau. So. Also habe ich die Bibel, jetzt habe ich jetzt das Ding richtig verstanden, schon mal, gell, Trinität, so wie ich es verstanden habe. Du hast es vollkommen richtig verstanden. Habe ich es richtig verstanden? Harut, ganz schnell eine Frage an dich. Dann habe ich eine zweite Frage. Ja, sehr gerne. Meine zweite Frage, ob ich das auch richtig verstanden habe. Ich lehne komplett die 7 Sakramente ab. Komplett. Genau. Genau. Habe ich das auch richtig verstanden? 100%. Ich bin echt ein geiler Typ. Du bist ein super Typ. Also, er sich selbst erhöht. So, Johannes, auf jeden Fall. Johannes 3, Vers 14. Ja jetzt, mein lieber strenggläubig TV. Lass ihn doch mal kurz aussprechen, Arian. Ich muss doch einen Vers aus der Bibel jetzt noch ganz kurz bringen. Bitte kurz aussprechen, Arian. Aber du bist seit 15 Minuten. Wir haben ganz erwähnt, lass bitte kurz den Daniel ausgeben. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus Christus muss erhöht werden, nicht nur als Sohn, sondern als Gott, als Vater. Verstehst du? Das ist echt anstrengend für mich. Aber Bruder, Daniel, ich wollte dich mal fragen, Arian, hat der Vater sich neben dem Vater gesehen? Nein, nochmal, der Vater ist Geist. Der Vater ist so. Geist und unsichtbar für deine Augen. Der Herr Jesus Christus okay, also ist hat der, Vater also hat der Vater, und der Vater ist Geist. Hör zu, wenn du was fragst. Arian. Und Jesus Christus hat ein Leib. Arian. Er ist mit seinem Leib auferstanden. Mit Arian. Seinem Leib. Verstehst du? Und er wird sich neben Arian. Den Vater setzen, ich der Geist echt, ist. Das möchte ich jetzt gar nicht aussprechen. Ich lasse es einfach. Okay. Hast du das so. Verstanden, strenggläubig? Strenggläubig. Guck mal, erklärt das so. Er erklärt das so. In der Offenbarung steht ja geschrieben, dass es einen Thron gibt und es gibt aber auch mehrere andere Throne, wo die aber nicht Gott ja, sind, sondern die für die Ältesten. Genau. Aber es ja, gibt nur einen Thron, da sitzt Gott drauf. Und da sitzt das Lamm drauf, genauso, das wird so geschrieben, dass das Lamm auf dem Thron sitzt. Ja, und das Lamm ist ja der Herr Jesus Christus. Und in Offenbarung 21 sagt er ja auch ganz klar, dass er unser Gott sein wird. Und du kannst den Vater nicht sehen, weil er Geist ist. Sonst hätte unser Herr Jesus Christus Philippus doch den Vater gezeigt. Er hat ja gesagt, er sieht ihn ja den Vater, hat er gesagt. Stell dir mal vor. Zu Wort eure Predigt ja, zu Ende. Aber guck mal, ich will dir nur was erklären, was er ja sagt. Stell dir mal vor, wo Philippus da war, wo Jesus da war, als in diesem Moment, hat er ja gesagt, zeige uns den Vater, dann genügt es uns. Philippus wollte einfach von dem Herrn nochmal sehen, er hat ja immer noch gezweifelt, er wollte so das Ultimative vom Ultimativen sehen, so von wegen, öffne mir den Himmel und zeig mir, wo der Vater sitzt auf dem Thron. Er hätte das doch machen können, warum hat er das nicht gemacht? Niemand kann den Vater sehen, nur der Herr Jesus Christus kann den Vater sehen. Er hat aber dann gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, du glaubst auch, dass der Vater in Jesus Christus wohnt, richtig? Glaubst du nicht, dass der Vater in dem Herrn Jesus Christus wohnt? Ich, ab wann ich was sagen darf, weil immer wenn ich was sage, werde ich nach Einsatz unterbrochen und mir wird eine Nein, Predigt antworte gehalten. Doch. Du willst doch auch antworten. Antworte doch. Ja, bitte entspann dich jetzt. Antwort auf Bruder Harut und Adlerblick, zieh mal alleine, geh mal raus hier. Du. Nein. Bruder Arian, warten wir kurz. Strenggläubig, glaubst du, dass der Vater, also der Geist Gottes, der die Himmel und Erde gemacht hat, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Glaubst du, dass dieser Geist Gottes Aber wenn der in dem Herrn Jesus Christus gewohnt hat?
Weil wenn der Vater nicht Gott wäre, dann hätte er doch zeigen können. Hätte gesagt, Philippus, guck mal, da ist der Vater. Jetzt hast du den Vater gesehen und jetzt hast du den Sohn gesehen. Und danach wäre das aber in dem Sinne Götzendienst gewesen. Weißt du wieso? Weil Jesus wurde als Baby angebetet. Jesus wurde vor der Kreuzung angebetet. Jesus wurde bei der Himmelfahrt angebetet. Stell dir vor, Philippus hätte dann zum Vater gebetet und zu Jesus gleichzeitig. Boah. Bruder, das sind alles K.O.-Argumente, aber die kapieren das nicht, weil sie nicht wiedergeboren sind, Bruder. Das war, also, da, das kann, also, wenn ihr, sagen wir mal wenn so. Wenn ihr fertig seid ist, mit dem, ich erkläre das so. Ich erkläre das so. Super Aussage. Ja. Ich erkläre das einfach so. Es gibt manche Sachen, die Erkenntnis sind und ein Stück weit kommen. Das weißt du ja auch, Bruder Arian. Ein Stück weit kommt ja die Erkenntnis, ja, richtig? Ja, ja, aber man ist doch nicht so überheblich, genau. Bruder. Bruder Harut, man ist doch nicht so überheblich am Anfang und sagt, nee, die Trinität ist falsch. Was ist das für eine Aussage? Was? Also, wir sind überheblich gewesen. Ich glaube, ich habe die Trinität nicht verstanden. Ihr missbraucht das Wort Trinität. Ihr missbraucht das Wort Trinität. Ihr habt keinen blassen Schimmer, was Trinität bedeutet. Keinen blassen Schimmer. Und nennt mich Modalist. Ihr, was erfindet ihr für Wörter? Was erfindet ihr für Wörter, nur weil ihr die Trinität nicht im Kern versteht? Ihr sagt, der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Vater. Nein, Blödsinn, Blödsinn. Der Sohn ist. Hey, was ist der Vater? Der Vater ist der Sohn. 2000 Jahre, Arian. 2000 Jahre sind die Christen. Du mal ganz kurz. Ja, 2000 Jahre geht ihr irre, ihr Orthodoxen und ihr Katholiken. 2000 meine Jahre. Güte, mach mal kurz Pause. Ja, ja, bitte entspann dich jetzt also, gerade. Pause, stopp, ich hab ja gar nichts gesagt. Stopp, okay. Ihn mal auf hier unten. Okay. Guck mal, die lassen mich nicht zu Wort, Kopf vorhat. Er hat Angst, mich rauszuspielen. Strenggläubig, nein, strenggläubig kann noch was sagen und danach wollen wir einen einsetzen. Bruder, da ist einer mit deinem Profilbild und macht um deine Mutter an. Ich hab ihn schon blockiert. Nein, sollen alle den melden. Lass den Bruder, lass den Kaderblick ruhig hier. Die Kommentare ausschalten, Bruder Harut. Kannst du kurz die Kommentare ausschalten? Lass den Kaderblick ruhig hier, der ist richtig lustig. Meldet wer den. Ist denn Kaderblick? Hast du ihn schon gesperrt? Schade. Das ist der, der so mein Profilbild hat, aber in so abgeänderter Version. Der hat dein Profil. Der findet Leute witzig, die uns beleidigen. Was bist du für ein Mensch, ja? Du bist kein Christ. Du bist 100% ein Antichrist. Hört ihr das? Und das ist deine Lehre. Arian, das ist deine Lehre. Das bringt dir deine Lehre bei. Ich könnte dich bibeltechnisch so auseinanderflöten. Jederzeit, an jedem Ort, wenn du mich einmischen lassen würdest. Leute, habt ihr... Tu es mal. Du bist doch gerade hier. Habt ihr noch was zu sagen zu dem Thema? Das ist unfassbar, wie das Heil von anderen Menschen abspricht. Leute, guck mal. Ich bin geduldig, aber sonst würde ich dann gerne auch den... ihr seid als meine Geschwister recht herzlich eingeladen, weil ich euch liebe. Ich liebe auch die Muslime. Das lasst geht uns aber jetzt zu weit, wirklich mehr. Das hat keiner angezweifelt, dass lass ich die uns, Muslime liebe. Oder ich liebe mal, auch die Muslime, aber ich hasse auch meine, auch als Lehre. Ja, als auch meine Zuschauer, die hier da sind. Ich möchte ja, dass jeder Mensch gerettet wird. Und aber lasst uns jetzt hier einen Stopp machen, ganz klar. Und das erstmal doch wenigstens einen Stopp machen. Das ist ein bisschen zu weit gegangen, genau, finde ich. Gar aber wir sind trotzdem. Ich will gar nicht die ganzen Videos von Islam verstanden morgen sehen, Alter. Das wird ja so lustig werden. Nein, kein Problem. Du weißt doch, er macht auch Videos, die zusammengeschnitten sind. Er nimmt unser Nicken und sagt, ist Allah Gott. Dann benutzt er mein Kopfschütteln und benutzt das da und jenes. Das ist kein Problem. Und zwar die zwei Schia-Muslime sind ja jetzt auch weggegangen. Die hatten ja gar keine Geduld. Die konnten nicht mal 5 Minuten warten sind selber live gegangen. Warum? Weil wir ihnen 2 Verse aus dem Koran gezeigt haben, wo erstmal Allah Menschen Früchte gegeben hat, die Alkohol herstellen. Und in dem anderen Vers, Sure 5, hieß es ja geschrieben, dass das ein Werk des Satans ist. So. Darauf konnten sie nicht antworten.
Danach hat Sheikh ihnen Hadithe gezeigt und am Ende wussten alle, dass sie das nicht akzeptieren. So, weil das auch das Sunna ist. Jetzt möchte ich. Kein Problem. Jetzt möchte ich. Ja. Guck mal, hier ist jemand da, der kommt immer wieder hoch. Ja. Er kann nicht loslassen, immer wieder hier hochzukommen, weil er bei uns so viel Liebe bekommt. Ja, und okay, er ist wieder da, wo man. Jetzt ist er wieder weg. Ich blockiere den und ich mach den und du holst den immer wieder hoch, ja. Ey, Typ, ja, hat meine Mutter beleidigt. Familie, Mutter beleidigt, ey, ganz ehrlich, willst du ihn hochholen? Können wir ja, jetzt Bruder, jetzt... Bruder Aro, da muss ich den Sheikh Yabuti recht geben, Bruder, ja. Solche Leute, die Familie beleidigen, persönlich werden, gar nicht hochholen, weil wir werden ja auch nicht persönlich. Ja, was ist denn mit Leuten, die das Heil absprechen oder Leuten, die sagen, zeig mal deine Fresse jetzt, schmeißen wir die auch jetzt raus oder was ist los? Okay, nein, hör zu, das ist keine Beleidigung, sondern das soll ein Ansporn für dich sein, dass du ein noch Ansporn. Die Wiese erlangst. Unglaublich. Aber ist okay. Wenn das deine Auffassung ist von Anspornen, dann möchte ich nicht sehen, wie du deine Kinder erziehst, weil das ist ja unfassbar. Ich habe sowas schon einmal gesagt. So unfassbar ist das. Aber ich möchte jetzt erstmal den Daniel zuhören, Mann. Der hat vielleicht 5 Minuten geredet, die anderen reden hier schon seit 20 Minuten. Ich halte mich auch die ganze Zeit zurück. 50 kann ich nicht zuhören, Daniel. Hallo Jungs, guck mal, ich habe sowas schon einmal gehabt. Es ist total in die falsche Richtung ausgeartet, okay? Daraus ist nur Unrecht entstanden, wirklich nur Unrecht entstanden. Das ist irgendwo nur noch Sensationsgeilheit danach gewesen. Danach ist ein Riesenstreit entbrochen und bis heute halte ich mich an mein Wort. Das hätte nicht sein müssen. Und sowas muss nicht sein, dass es wieder passiert. Was genau, mein Lieber? Was genau? Egal, ich will nicht zu tief in das Thema reingehen, weil bei mir ist so, weißt, wenn ich jemandem die Chance gebe, mich einmal zu verarschen und ihm vergebe, dann habe ich ihm quasi die Erlaubnis gegeben, mich auch ein zweites Mal zu verarschen. Einmal du jetzt wegen dem Muslim, den er kurz hochgeholt hat, Nein, auch in dieser Angelegenheit, weil ich hatte sowas schon einmal und ich möchte sowas nicht noch einmal durchmachen. Ja, das ist ja, guck mal, ich bin nicht auf irgendeinem Kriegsfuß oder so etwas, aber Menschen hier Heil abzusprechen, kann sehr gefährlich werden. Nein, mach dir keine Sorge. Gerade dieses so, ja, ich habe den Heiligen Geist und ihr seid alles unerfahren und ihr seid alles so, sich über andere zu stellen quasi. Ne? Das nein, ist ja hör zu, mein Lieber. So. Wenn ich möchte lieber eine friedliche Umgebung haben, wo man auf professioneller Basis miteinander sprechen kann, nur mit Argumenten und nicht mit Lügen. Ja. Ich hätte sogar am liebsten einen Fact-Checker. Ja. Mach keine Sorge, du kannst dich. Pass auf. Wir haben jetzt, also der Daniel wollte wahrscheinlich noch was sagen, danach kann der Marc, Gott segne dich, was sagen. Ich wollte Gottes segnen. Nee, ich habe jetzt, lass ich den Marc sprechen, sonst kommt der gar nicht zum Wort. Das in der Zeit jetzt direkt mal den Marc. Also du hast jetzt 10 Sekunden länger, Marc. Kein Problem. Ja, Jungs, also ich wünsche euch allen Gottes Segen und so. Also erstmal wichtig, Leute, ist, dass wir uns nicht streiten, beleidigen und so, weil ich meine, wir sind halt Geschwister und es ist halt wichtig, dass wir da einen guten Ton miteinander haben, weil das ist halt, wir sind halt nicht irgendwelche Ungläubigen, die halt so miteinander reden, sondern halt, weißt du, aber wir müssen natürlich auch halt so, sage ich mal, schon klar darauf hindeuten, halt, was die Bibel lehrt. Leute, der Sohn ist halt ganz klar nicht der Vater, das haben die... Tschüss, Marc, du enttäuschst mich gerade richtig, na, ja. Bruder, Arian, ich dachte bitte, echt, du bist wiedergeboren Arian. Und so, aber da sieht man... Schau mal, schon wieder machst du es, hör doch auf, andere das Heil abzusprechen, Mann. Schon wieder machst du es, merkst du das nicht, wie du dich über andere stellst? Und dann redest du was von Wiedergeboren. Das ist unfassbar, ist das. Direkt durch, der macht Tick 4 im Laufband, da kommt einer Tick 4. Tick 4, du hast nicht den Heiligen Geist, du hast nicht den Ist das eine Verschwörung? Marc, kann eigentlich jeder mal kurz stummen und dass ich einfach meinen Punkt ausführen kann, weil es kann nicht sein, dass ich,
Also ja. Einfach, dass ich jetzt mal kurz ausreden kann. Also, könnt ihr euch alle bitte stummen? Das wäre super, ja. Ja, voll geil. Ich habe dir im Chat geschrieben, dass ich dich liebe. Ich habe dir gerade dir Gottes Segen gewünscht und nicht dir das Heil abgesprochen. Das ist halt eine Sache, das ist nicht schön, Bruder. So, ich vergeb's dir, ist okay. Das ist deine Meinung. Jeder kann sich da seine Meinung selbst drüber bilden. Wir haben persönlich nichts zu tun. Du kennst, also weißt du, wie ich meine? Deswegen würde ich diese Aussage jetzt nicht sagen. Aber wir müssen halt einfach mal sagen, was die Bibel lehrt und auch was wir in den ersten Jahrhunderten auch von den ersten Christen, sei es die apostolischen Kirchenväter beispielsweise, was sie gelehrt haben. Und vorhin kam das ja mit dem Heiligen Geist zum Beispiel. Und zum Beispiel in Johannes 14, Vers 23 sagt ja Jesus, wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das heißt, hier redet Jesus noch von einer anderen Person und das ist der Vater. Und hier sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann wird euch mein Vater lieben und wir werden zu euch kommen und Wohnung bei ihm machen. Wie erfolgt das? Durch den Heiligen Geist. Die Innewohnung erfolgt immer durch den Heiligen Geist. Da durch den Heiligen Geist leben der Vater und der Sohn in uns. Und das ist ganz einfach zu erklären. Warum? Weil der Heilige Geist der Geist des Vaters und des Sohnes ist. Das bestätigt auch, warum der Sohn Gottes Gott ist, aber auch der Vater Gott ist. Dass sie zwei Personen sind, die das eine Wesen, was Gott ist, teilen. Dieses eine Wesen, was nur Gott allein ist. Dieser eine Gott, diese eine göttliche Natur. Und da sehen wir, dass der Vater und der Sohn eins sind, weil sie auch denselben Geist haben. Das lesen wir zum Beispiel auch in Römer 8, Vers 8 bis 9. Da wird eine Unterscheidung gemacht zwischen den Geist Gottes und den Geist des Christus, aber sie werden gleichgesetzt. Das heißt, hier wird gesagt, dass der Geist des Sohnes und des Vaters diesem einem Gott gebührt. Ja, aber wir sehen wieder da, dass zwei Personen Anteil haben an diesem einem Geist. Ja, also da sehen wir ganz klar, es gibt diese Unterscheidung. Und ich meine, Jesus hat ja nicht zu sich selbst geredet, wenn er sagt, wenn ihr mich liebt, so wird euch mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also da sehen wir auch, dass es eine Pluralität gibt, von der Jesus redet. Und diese Wahrheit können wir nicht einfach leugnen, vor allem, weil wir dann so viele Widersprüche hätten. Und da kam ja vorhin dieses Argument, ja, kein Wunder, dass die Muslime dann glauben, dass wir drei Götter haben. Das ist falsch, weil die Muslime verwechseln ja die Trinität mit dem Tritheismus. Und sie verwechseln den Unterschied zwischen Wesen und Person. Und wir reden auch nicht für Menschen, dass sie uns irgendwie gefallen und wir uns vor ihnen rechtfertigen müssen, sondern wir reden für Gott, für Christus, weil wir sein Knecht sind, weil er uns führt und leitet in die Wahrheit. Deswegen ist es mir scheißegal, ob die denken, dass wir an drei Götter glauben, weil das per Definition falsch ist. Aber per Definition ist es richtig, dass der Sohn und der Vater von der Person her unterschieden sind, weil es unmöglich ist und unmöglich sein kann, dass der Sohn, als er Mensch wurde, zu sich selber geredet hat. Nein, hör zu, mein lieber Marco. Und Marc, du redest so viel, lass mich mal auf etwas sagen. Arian, du hast gerade eben die ganze Zeit geredet, lass ihn jetzt bitte aussprechen. Hör mal, Marc, mein Lieber, du hast so viele Punkte angebracht. Du hast vorhin die ganze Zeit gesprochen, lass ihn bitte mal aussprechen. Mach dich mal auf stumm. Bleib doch auf stumm, wir waren doch alle auf stumm, bleib doch auf stumm. Mach dich mal auf stumm. Wo ist dein Problem? Bleib doch auf stumm. Marc, mein Lieber. Marc. Bruder, ganz kurz. Ganz kurz, erklär mir mal, so viele erklär mir mal den Vers. Schau mal, erklär mir jetzt mal den Vers in Johannes 14, 23. Da sagt Jesus, wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Hier redet doch und jetzt habe ich eine Frage an dich. Okay. Nein, geh auf den jetzt Vers einfach. Okay, aber geh mal ein paar Verse vorher. Ab Vers 7. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. So, ja. Philippus spricht zu ihm, Herr, warte. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Das ist ja kein Problem, weil in Hebräer 1, Vers 3... Wie ist es kein Problem? Lass mich doch ausreden. In Hebräer 1, Vers 2 bis 3. Da steht ja geschrieben, dass Gott... Bleib doch bei dem Vers hier. Wieso springst du jetzt weg? Warte mal. Der Vers ist die Auslegung für den Vers, den du gerade benutzt hast. Du weißt doch, wie die Bibel funktioniert. Wenn Muslime waren die Briefe von Paulus, bevor die Evangelien da waren? Ey, das ist kein Dialog.
Hey, du musst auch Adrian, zuhören. Du musst auch zuhören. Adrian, lass mich doch bitte ausreden. Du hast gesagt, erklär mir den Vers, ich erkläre dir doch. Lass mich doch ausreden. So. Schau mal, wenn Muslime irgendwelche Verse aus dem Kontext ziehen zum Beispiel, dann beschwerst du dich auch darüber, dass sie nicht den gesamten Kontext betrachten. Warum? Weil die Bibel sagt im Psalm 150, die Summe der Schrift ist die Wahrheit. Das heißt, wenn ich einen anderen Vers benutze, um diesen Vers zu erklären, dann ist das völlig legitim, weil sich die Bibel mit sich selbst auslegt. Und in Hebräer 1, Vers 2 bis 3 steht ja geschrieben über den Vater, dass er in den letzten Tagen zuletzt durch den Sohn gesprochen hat. Und dann steht, dass er der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Das heißt, wenn Jesus sagt, wenn es sieht, der hat den Vater gesehen, gibt es trotzdem eine Unterscheidung zwischen den zwei Personen. Aber hier nein, das sagst Jesus, du. Das ist nicht die biblische Lehre, mein Lieber. Nein. Warte mal, lass mich doch ausreden. Dass Jesus ganz klar hiermit sagt, dass er ja der Abdruck seines Wesens ist. Weil wir sehen ja, dass auch im Johannesevangelium zum Beispiel, dass der Sohn, auch vor allem in Johannes 14, wie wir gerade gesehen haben, dieselben Attribute teilt, die dem Vater gebührt und die sein Wesen beschreiben. So, und da sehen wir, dass es diese Einigkeit zwischen dem Sohn und dem Vater gibt, aber sie von der Person her immer noch unterschieden sind. Und deswegen will ich jetzt von dir die Antwort über Johannes 14, 23 wissen. Warum redet hier Jesus von einer Pluralität? Er sagt, wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also hier macht Jesus eine ganz klare Unterscheidung zwischen ihm und dem Vater. Okay, und er sagt, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm. Okay, ich habe es verstanden. Ich will die Antworten darauf. Hör doch zu. Jesus Christus ist zwischen Geburt und Kreuzigung als wahrer Mensch und als wahrer Sohn hier auf dieser Welt, während der Vater, der ihn gesendet hat, auf seinem Thron sitzt als Geist. Wurde Jesus Christus als sein Wort zu Fleisch. Also Gott ist Geist, unsichtbar. Jesus Christus ist das Wort Gottes, was zu Fleisch wird, sichtbar. Gott ist Geist und unsichtbar. Jesus Christus ist das Wort Gottes und Fleisch geworden und somit als Gottes Wesen sichtbar. Und als Sohn spricht er zu uns als Ermahner, als Lehrer, wie wir zu dem Vater kommen. Denn er sagt ja ein paar Verse vorher, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer denn durch mich. Und du sagst gerade, wie kann denn der Vater zum Vater beten? Du hast die Trinität. Ja, aber Bruder, verstanden, mein lieber Bruder, du hast die Frage gerade nicht beantwortet. Bruder, du hast mein lieber Bruder in Adam, hör mir zu. Schau mal, Bruder, in dem allem, was du gesagt hast, stimme ich dir ja vollkommen zu. Aber wenn, nein, das ist aber ein Widerspruch, wenn du sagst, Bruder, bitte, du, wenn du zu, aber Bruder, lass mich doch bitte aussprechen, bitte. Ja? Ich hab dich doch Bruder, auch aber aussprechen bitte geh lassen. Doch auf die Frage ein. Nur noch eine Sache, hör doch zu. Geh doch bitte hör auf den zu. Vers ein. Letzte Weil Sache, du hast ein, gesagt... Ich kann dir jetzt einen Gegenvers geben. Lass mich nicht aussprechen, ich war so respektvoll, ich hab dich aussprechen lassen, bist du respektlos? Aber geh doch... Lass mich doch aussprechen, mein Lieber. Aber geh doch auf die Frage ein. Da hör mir doch zu, du hast gesagt, der Vater kann doch nicht zum Vater beten, richtig? Hast du doch gesagt. Nein, du hast gesagt, der Vater kann doch nicht zum Vater beten. Der Sohn wird sich nicht selbst anbeten. Wir glauben nicht an einen Hey, wir Christen, wir glauben, dass Jesus Christus zwischen Geburt und Kreuzigung wahrlich der Sohn ist und als Sohn zum Vater betet. Als fleischgewordenes Wort Gottes. Ja, aber wer ist der Vater? Aber im Wesen ist er Gott.